Was machen Sie, um leichter eine Nachricht an eine Gruppe von Empfängern schicken zu können? Früher haben Sie zu diesem Zweck eine Verteilerliste in den Kontakten angelegt. In Outlook 2010 heißt das jetzt Kontaktgruppe. So geht's. Wechseln Sie in die Kontakte und klicken Sie auf Neue Kontaktgruppe. Geben Sie dem Kind einen Namen und wählen Sie mit Mitglieder hinzufügen aus der globalen Adressliste oder Ihren Kontakten die Personen für den Verteiler aus. Über Neuer E-Mail-Kontakt erstellen Sie einen neuen Kontakt, der auch gleich Mitglied in dieser Kontaktgruppe ist. Im Bereich Anzeigen können Sie auf Notizen umschalten, um Bemerkungen zur Verteilerliste aufzuschreiben. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie in dieser Ansicht die Mitglieder nicht mehr sehen. Ändert sich ein Kontakt, müssen Sie die Kontaktgruppe aktualisieren.